Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir über den Hadith von Jibril alaihi salam gesprochen, als er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam in der Moschee in Medina besuchte und ihm drei Fragen über den Islam, Iman und Ihsan stellte. Danach fragte Jibril alaihi salam den Propheten alaihi salatu wasallam über die Zeichen des jüngsten Tages. Eines dieser Zeichen, meine lieben Geschwister, wollen wir uns heute näher betrachten. Der Gesandte alaihi salatu wasallam sprach: Zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört, dass eine Dienerin ihren Herrn gebären wird. Hier wird eine große Respektlosigkeit des Kindes gegenüber seinen Eltern geschildert. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war es unvorstellbar, dass ein Kind respektlos zu seinen eigenen Eltern war. Aber er sagte: Es wird eine Zeit kommen, wenn die Mütter von den eigenen Kindern respektlos behandelt werden. Es wird sein, als hätten sie sich selbst einen Herrn geboren. Und meine lieben Geschwister, genau dieses Bild sehen wir heute. Wenn so etwas vereinzelt im Verborgenen geschehen würde, aber nein, die Medien verbreiten es als Lebenskultur. Das ist besorgniserregend. Denkst du etwa, du wirst nicht selbst diesen Status erreichen? Denkst du etwa, du wirst niemals eigene Kinder kriegen? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Zu den Zeichen, dass die Zeit gekommen ist, gehört, dass sie nicht respektiert wird. Vergleicht mal dieses Verhalten mit der Geschichte von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Er erzählt über einen jemenitischen Mann, der zu ihm kam. Dieser Mann trug seine Mutter auf den eigenen Rücken. Er machte den Tawaf um die Kaaba. Er umkreiste also die Kaaba mit seiner Mutter auf den Rücken. Wir müssen achtsam sein, liebe Geschwister. Wir leben in einer sehr verdorbenen Zeit. Diese westliche Kultur bedroht unsere Ideen und unsere Denkweise. Und wenn wir nicht achtsam sind, dann eignen wir uns ihre Werte an. Und das, meine lieben Geschwister, das wäre unser Untergang. Und so heißt es sinngemäß im Koran: Und dein Herr hat befohlen, verehrt keinen außer ihm und erweist den Eltern Güte. Wenn ein Elternteil oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sage dann nicht Pfui zu ihnen und fahre sie nicht an, sondern sprich zu ihnen in ehrerbietiger Weise.